Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Schachglatzen. Hallo Christoph, wie geht's dir? Ja, hallo. Ja, wieder gut. War etwas erkältet letzte Woche, aber bin wieder hergestellt. Wunderbar. Gleich zu Anfang am besten, bevor wir es vergessen, ihr dürft wie immer gerne Vorschläge posten im Kommentarbereich, welche Themen wir hier für euch abarbeiten dürfen. Ja, wir haben ja auch einige gute Sachen auf der Liste. Heute Ja. machen wir jetzt was Aktuelles, ja, weil es bietet sich jetzt an. Aber wir haben einige gute Vorschläge aus den letzten, ja, der Kommentarspalte der letzten Videos schon zusammengesammelt, ja, aber gerne noch mehr. Ja, heute das Thema ist Vincent Keimer der beste deutsche Spieler aller Zeiten? Das hat natürlich einen aktuellen Bezug. Plus, wir wollen so ein bisschen sprechen über das Kandidatenturnier 2024, ob Vincent da noch eine Chance hat, reinzukommen. Ja, Vincent hat jetzt die höchste Elo-Zahl erreicht aller deutschen Spieler aller Zeiten. 2738 aktuell in der Live-Chess-Rating-List, Live-Weltrangliste, 2738. Das ist genau ein Pünktchen mehr als Arkadi Najdic. Und Arkadi Najdic hatte das vor 10 Jahren, genau vor 10 Jahren, Dezember 2013, hatte Najdic 2737. War also lange Zeit, für viele Jahre, der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Und Vincent hat ihn jetzt um einen Punkt überholt. Ja, da sind natürlich, wenn man jetzt, wir haben natürlich den Titel, da ist er der beste Deutsche aller Zeiten. Eine komplizierte Frage natürlich, ne? Kann man beliebig lange darüber diskutieren, Das weil war da gibt dein es natürlich Vorschlag. noch. War mein Vorschlag, ja. Ich würde auch übrigens natürlich sagen, wenn man jetzt einfach nur sagt, ne, Spielstärke, wie gut er denn spielt, ist die Antwort ja. Da gibt es, glaube ich, auch, finde ich, nicht so viele Meinungen drüber. Weil er ist natürlich besser als Najdic, weil diese 2737 vor 10 Jahren, die waren höher, also die sind höher, also die Zahl war zu hoch im Vergleich zu heute. Wir haben eine Rating-Deflation. Also da ist er, der ist deutlich drüber als nur ein Punkt. Also das kann man schon mal festhalten als einen Fakt. Und er hat die Zahl natürlich jetzt erreicht im Alter von, ich glaube, ist gerade 19 geworden, ne? Genau, er ist 19, Ja, also 19 und Arkadi mit 28, ne? Also da ist natürlich noch Luft nach oben, ohne jede Frage. Gut, in der Historie kann man natürlich jetzt über Dr. Hübner sprechen und Lasker und so weiter, aber okay, das ist immer sehr, sehr schwer zu vergleichen. Hübner war natürlich Nummer 3 der Welt und Vincent ist, glaube ich, Nummer 14, hast du gesagt, ne? Und Hübner war mal im Kandidatenfinale 81 und hätte das auch gerne, gut und gerne gewinnen können, ne, gegen Korchnoi. Schwer zu vergleichen. Ne? Wenn man jetzt nach Weltrangliste geht, ne, wäre natürlich dann Hübner drüber, aber okay, diese Vergleiche sind immer sehr schwer. Ja, und wir reden jetzt natürlich auch nur über die Schachspieler, die eine offizielle Elo-Zahl hatten. Elo-Zahl wurde ja irgendwann in den 50er, 60ern eingeführt. Hübner hatte erstaunlicherweise, ich habe nochmal nachgeschaut, nur in Anführungsstrichen eine Elo von 2640 damals. Wahrscheinlich war er viel, viel stärker nach heutigen Maßstäben, aber damals gab es halt noch nicht so viele gute Spieler. Ne? Und dementsprechend gab es auch gar nicht so viele Spieler im 2-6er-Bereich, ganz zu schweigen von 2-7er. Gab es damals wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Karpow, ne, in den 70ern. Und heutzutage hast du ja natürlich sehr viele 2-7er. Das fing irgendwann an, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ne, dass sehr, sehr viele 2-7er kamen. Aber wie du es schon sagtest, es gibt eine Deflation, es geht nicht mehr weiter. Die Anzahl der Spieler mit Elo-Zahl von 2700 wird nicht mehr. Es bleibt immer irgendwo bei 40, 50, 30, irgendwo in dem Bereich. Hat sich eingependelt. Es kommen nur von unten immer mehr nach, hat man den Eindruck. Aber die drücken so ein bisschen das Ganze nur zusammen, aber nicht weiter nach oben, ne? Wie so eine Feder, sondern die Feder wird immer enger zusammengedrückt. Und Man sieht das auch, ja. über 2,7 ist ein Punkt, aber du hast auch noch diese kleine Gruppe in einfach seit über 2,8, wo jetzt lange Zeit eigentlich nur Magnus war, einige Jahre, aber wenn man jetzt einige Jahre zurückdreht, geh mal 10 Jahre zurück, wenn man jetzt diese Zeit, wo Arkadi diese höchste Zahl hatte zum Beispiel, da gab es einige über 2,8. Phasenweise. Doch, doch, muss mal gucken. Also, du Nicht hattest gleichzeitig. doch auch Zwei, gleichzeitig. drei Also, vielleicht. ja, aber es gab überhaupt wen. Also, Ja. wenn du mal guckst, wer alles über 2,8 war: MWL, Mamedjarow, Topalow, Aronian, Caruana, lange Jahre, ganz Aber viele, die ne, waren nie über. zur gleichen Zeit über 2,8. Ja, du hattest aber Leute mit 2,8, irgendwie 0,5, die waren Nummer 4. Ich Doch, weiß, es gab diese mal eine Weltrangliste, Zeiten. Magnus, Ding, Caruana, Aronian oder sowas mit über 2,8. Aber ich glaube, Ja. das war das Maximale. Ja, aber so, ne, das ist alles ein bisschen runtergegangen. Ja, Ne? Also, die das haben ist alle, definitiv, definitiv. ne, also, ein komplexes Thema, habe ich zuletzt mal mich länger mal mit beschäftigt. Also, als Nicht-Mathematiker schwierig, aber man kann sich das so ein bisschen
logisch zusammenpuzzelt. Aber ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, ne? Nee, finde ich nicht. Das passt alles, das gehört alles zusammen, ne? Es geht ja darum, ob die Elo-Zahl, was sie wert ist, ne? Wenn er 2,738 hat. Der wichtigste Faktor aus meiner Sicht ist, er ist erst 19 Jahre alt. Klar, jetzt der Vergleich zu Neidic vor 10 Jahren. Okay, Neidic war ein super Spieler, ist immer noch ein sehr starker Spieler, hat eine sehr hohe Elo-Zahl gehabt, aber er war 28, ne? Wie du schon sagtest, deutlich älter. Mit 19 schon diese Elo-Zahl zu erreichen, ist natürlich ein Riesenerfolg. Und dementsprechend kann man ihn natürlich schon, das Argument gilt, dass er als bester deutscher Spieler aller Zeiten genannt werden kann. Jetzt ist natürlich die Sache, wie wird sich das weiter ausbauen? Wird er zum Beispiel auch mal ins Kandidatenturnier kommen? Wird er große Erfolge feiern? Wird er in die Top 10 kommen? Was ja auch sehr wahrscheinlich ist gerade. Ja, ne? Das sind ja noch solche vier Plätze, ne? Sind noch ein paar Punkte, ja. Was noch so ein bisschen fehlt, in Anführungszeichen, was Vincent noch nicht geschafft hat, so ein dickes Turnier zu gewinnen mal. Ne? Das ist also ohne Kritik gemeint jetzt, ne? Aber das hat er noch nicht. Ne? Der hat jetzt keinen, hätte ja auch ein Grand Swiss mal gewinnen können oder ein World Cup oder sowas. Ne? Ich glaube, also der World Cup war eine Riesenchance, also ohne das jetzt nochmal, ne? Weil er hatte Magnus ja nun wirklich an den Seilen. Ne? Also absolut, ja, und da weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht, ist ein K.O.-Turnier, aber ne, da war er schon in sehr guter Form offensichtlich, ne? Weil er hat ja die Matches vor Magnus klar gewonnen gegen gute Leute und dann ne, die Nummer 1, also ganz, ganz eindeutig schon. Das Niveau ist eindeutig zu erkennen, in welche Richtung es geht die letzten Monate. Die letzten 3 Monate waren überragend. Mhm. Seine Turnierleistungen sind überragend, auch sein Auftreten ist überragend bei der EM als Teamleader, kann man sagen, am ersten Brett. Wie er da Deutschland zur Silbermedaille geführt hat, eigentlich zur Goldmedaille, hätten sie verdient gehabt, ne? Blöde Feinwertung. Und er hat Rapport geschlagen, zum Beispiel in einem sehr wichtigen Match, ne? Absoluter Weltklasse-Spieler. Und auch die Art und Weise, wie er die Partien anlegt und spielt, muss ich sagen, unterscheidet sich so ein bisschen von seinem Trainer Peter Leko, der so ein bisschen vorsichtiger war immer früher. Immer sehr, sehr objektiv, aber Vincent ist auch sehr objektiv, aber er beißt jetzt auch schön zu, super aggressiv sehr häufig in den Variantenauswahl. Also er packt jetzt das gesamte Universum an Möglichkeiten aus, die er hat als Schachspieler. Er ist sehr universell und hat jetzt wirklich den Dreh gekriegt, nicht nur so super strategisch zu spielen, wie ich finde, sondern auch taktisch. Und er rechnet auch unfassbar gut, wenn man das mit der Engine vergleicht. Das ist wirklich extrem tief teilweise. Und also Wahnsinn. Also ich finde, das Niveau ist wirklich auf unglaublich hoch bei ihm. Ja, also das jetzt gerade zu Ende gegangene Turnier, die Team-EM, hat ja nur eine verloren und das war ein bisschen unglücklich, ne? So ein langes Endspiel gegen Prätke, ne? Wenn man den richtig, spricht man den so aus. Prätke, aber das Prätke, war ja alles vorbereitet, ne? Das war dieses ewig vorbereitete Ding, ne? Ja, das war lange Theorie und am Ende hat er ein Endspiel mit dem Bauern weniger, was er halten kann, wenn man super präzise ist. In dem Moment war eigentlich auch das Match schon gewonnen gegen den späteren Europameister, absurderweise, ne? Weil Deutschland, wir haben ja sogar den späteren Sieger noch geschlagen, ne? Aber trotzdem findet man dann irgendeine Feinwertung, wo man dann Zweiter ist. Das gibt es auch nur beim Schach. Egal, ne? Aber er hat eine Partie verloren, wo das Match auch schon gewonnen war. Das ist auch, finde ich, immer so ein Aspekt in so einem Teamwettbewerb. Wenn das Match schon gewonnen ist, finde ich, also bei mir ist das so, da geht immer ein bisschen die Spannung raus und so. Vielleicht war das auch ein Grund, ne? Warum man da vielleicht dann nicht mehr die letzte. Ja, ne, aber der Sieg gegen Rapport war toll, obwohl da war eine super taktische Chance drin. Das kennt Springer D4, die, ja, das war, aber war natürlich trotzdem super gespielt. Also da kann man schon zufrieden sein. Was auch erkennbar ist, finde ich, so die ganze Attitüde, ne, dass man auf Gewinn spielt, im Prinzip so im Default, ne, gegen Leute mit 2, 6, 70, 50 und so weiter. Genau. Das ist einfach da, ne, dass man, okay, die muss ich jetzt schlagen, weil ne, wenn ich Top 10 sein will, dann ist das eben so. Und das hat er eigentlich super gemacht, ne, also auch wenn natürlich er nicht alle Partien gewonnen, aber man merkte, dass, ne, das ging in die Richtung, ne. Es geht insbesondere in die Richtung, dass er die Partien spielt. Das ist so eine das ist diese Karsen-Attitüde, man spielt einfach alles bis zum Ende und macht nicht vorher Remis. Wir haben jetzt zum Beispiel auch dieses aktuell laufende Turnier in St. Louis, Hinkefield Cup, da sind halt Spezies dabei halt, wo man weiß, so die riskieren nichts mehr. So, ne? Da ist das Zusehen inzwischen so uninteressant geworden. Man kann natürlich immer sagen, das ist eine Generationsgeschichte, ne? Sobald, das ist ja die junge Sturm- und Drangzeit. Ne? Mhm. Das sieht man ja auch bei den jungen Indern, Prag, Eddie Gaisi und so weiter, die zocken alles durch, wie verrückt. Abdusatorov, aber warte erstmal ab, so, wie sieht es in 10 Jahren aus? 15 Jahren, werden die immer noch so spielen?
volle Kanne auf Sieg oder werden die dann auch auf Sicherheit umschalten, wenn sie erstmal diese Elo-Zahl haben von 2,87 oder so und dann halt in den Top 10 drin sind? Ne? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Also, Ja, du siehst aber halt häufig heutzutage die interessanteren Partien in Formaten, die eben nicht Rundenturnier sind. Da muss man sich auch nichts vormachen. das Also stimmt, ja. mein altes Standard-Steckenpferd, ne, die Rundenturniere müssen sterben oder weitestgehend weg, ja, weil ich meine, wenn da Wesley So gegen Aronian spielt oder so, die finden schon einen Weg, Remis zu spielen, ja, das schaffen die schon. Ja, Also, ist nur Aronian mal ist das jetzt, beste Beispiel, ne? Ich meine, ne, der also. riskiert gar nichts mehr. Der ist jetzt über 40. Das ist ein Alter, wo man ja so langsam so ausklinken lässt. Und die letzten Turniere bei ihm, also da passiert nicht mehr viel. Und früher war das so das Kreativmonster, ne? In seinen 20ern. Die Leute wissen das ja gar nicht, viele, die hier Also es gibt zuhören. noch einige Spezies mehr, ne? Die beiden sind mir jetzt spontan eingefallen. Also ich habe damit schon zwei richtige getroffen, ne? Aber es gibt noch mehr, ne? Die dann so. Ja, natürlich. Aber ich will ja den Wandel auch noch mal am Ja, ist Beispiel so. Aronian zeigen. Ne? Früher unglaublich kreativer Spieler, Wahnsinnspartien gespielt. In der Bundesliga war er noch für Wattenscheid jahrelang eine Traumpartie nach der anderen rausgehauen. Und jetzt ist es halt, die Luft ist raus, ne? Muss man einfach sagen. Ne? So nett er ist und so sympathisch, da kommt nichts mehr. Und der ist aber auch schon über 40. Ne? Also Wesley So ist ja gerade mal 30 oder so. Ne? Und da kommen wir jetzt natürlich auch in einen Bereich rein, wo wir jetzt über das Kandidatenturnier reden. Also jetzt, was den besten deutschen Spieler aller Zeiten betrifft, ich denke, außer Kaimann, Neidic, Hübner, gibt es da eigentlich nichts zu nennen, ne? Ja, Oder? Lasker, ne? Aber das ist Ja, dann, der Laske, Vergleich klar, wird natürlich. natürlich total schwer, Das ne? ist Also, ja, ne? ohne Klar. Elo-Zahl immer schwierig, ne? Klar, der Weltmeister, aber damals gab es auch kaum Schachspieler, ne? Der hat dann 27 Jahre im Prinzip seinen Titel gehabt, ohne zu spielen, so, ne? Teilweise, ne? Jahrelang nicht gespielt. Klar, es gab den Ersten Weltkrieg, da wurde sowieso kein Schach gespielt, aber das war ja anders als heute. Da haben die jahrelang den Titel Gassi geführt und haben den nicht verteidigt, ne? Ich meine. Ja, gut. Okay, also ne, da hätte es Matches geben müssen gegen Rubinstein und gegen Capablanca auch viel früher und Ja, so weiter, klar. ne? Ganz, ganz klar, ne? Wobei Lasker trotzdem immer noch, glaube ich, vielfach total unterschätzt wird vom Level her, weil da kommen die dann mal mit dem großen Psychologen und sagt, der spielt ja auch sackstark. Natürlich Also spielt er in der stark, ja. Eröffnung, nicht, aber danach ja. Also wirklich, da sind teilweise schon echt geile Sachen. Okay, aber Der zum Vergleich ist schwierig, Kandidatenturnier. können wir festhalten. Den machen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Ihr könnt gerne Argumente für Lasker finden in den Kommentaren, das weiß ich. Kommen wir zum Kandidatenturnier, jetzt im Ja, Übergang. Und da genau. gibt es natürlich jetzt interessante Entwicklung, weil Vincent so gut gespielt hat, ist er jetzt bei 2,738. Es gibt ja zwei Spots noch, einer über den FIDE-Circuit. Da kann er nicht Ja. mehr reinkommen. Da gibt es so Leute wie Giri, Gukesh, die den Platz wahrscheinlich, oder Wesley So. Dann gibt es aber noch einen Spot, 1.1.2024, der Spieler mit der höchsten Elo-Zahl, der noch nicht durch andere Wege qualifiziert ist, wird den letzten Spot bekommen. Da gibt es natürlich Alireza Firouzja, den hatte ich zwischendurch mal vergessen. Ne? Der wird noch nicht aufgeführt bei der FIDE auf dieser Übersichtsseite, weil er nicht genug Turniere gespielt hat, so wie es aussieht, um qualifiziert zu sein. Aber jetzt mit dem Sinkefield Cup sollte das eigentlich klappen. Und das ist ja der eigentliche Favorit, der ist bei 2,7. Wo ist er denn gerade? 62. 22 Punkte, 24 Punkte über Vincent. In der kurzen Zeit Schwierig, sehr schwierig. ist das Also einzuholen? Eigentlich nicht, oder? da müsste Alireza beim Sinkfield Cup total schlecht abschneiden. Und naja, im Zweifel, ne, kann der, ich sag mal ganz platt, ne, der kann 7 Remis spielen, 2 verlieren, dann reicht das auch noch. Und Das es ist ein ist schlechtes nicht, Ergebnis, ja. ne? Aber ne, dann bei der hohen Remisquote und naja, also das ist schwer. Vor allen Dingen, Vincent muss ja auch Punkte noch gewinnen. Er müsste dann Turniere spielen. Das sind nur noch 5 Wochen, ne, oder 5,5 Wochen überhaupt, wo das überhaupt möglich ist. Und Weihnachten ist ja auch noch ein Faktor. Also man kriegt da nicht so viele Partien rein. Ne? Das ist schon sehr, sehr schwer. Okay, er spielt Bundesliga Anfang Dezember, ne? Dann haben wir das German Masters in Rosenheim. Das Teilnehmerfeld ist noch nicht veröffentlicht worden, soweit ich das gesehen habe. 11. bis 19. Dezember oder so, ne? Unabhängig davon, ob er da mitspielen würde oder nicht, die Gegner, die er da kriegen würde, sind jetzt nicht so stark, als dass er so viele Punkte gewinnen könnte. Da müsste er halt sehr, sehr gut spielen halt, ne? Und da kann er sich kaum was erlauben. Das ist ein bisschen das Problem. Dann ist Ende des Jahres natürlich die Rapid- und Blitzschach-WM, die er vielleicht gar nicht mitspielt in Usbekistan, aber das ist ja so, da kann er ja keine Elo-Punkte gewinnen. Das heißt, es ist also sehr, sehr schwierig, überhaupt theoretisch für ihn Punkte zu sammeln.
weil er praktisch noch gar nichts geplant hat, außer Bundesliga und wenn überhaupt German Masters, ich weiß es nicht. Und ja, das Thema ist ja auch noch, wie dass das Thema überhaupt hochkommt, ist natürlich schon super. Ne? Weil, ja, klar. Wenn wir nicht vergessen, wenn wir jetzt 6 Monate zurückdrehen, da waren wir kurzzeitig unter 2700 wieder gewesen. Ne? Also 2-3 Punkte. Ne? Aber jetzt sind wir schon auf so einem Niveau plötzlich angekommen und reden über diesen Spot. Ne? Mhm. Er war, glaube ich, der wurde im Interview auch drauf angesprochen, ne? Zwischendurch ja, ja. mal. Ja, ja. Und also er hatte das schon auf Scheibe, aber er war, glaube ich, auch ein bisschen ungewohnt für ihn, über diese Sache nachzudenken, ne? Dass das überhaupt irgendwie noch gehen könnte. Ja. Naja, gut, Partien gibt es noch, aber nur mal, um das so vielleicht zu erklären, wenn er jetzt eine Partie gewinnt gegen jemanden, gegen den er typischerweise da spielen würde, mit 2,650 zum Beispiel, dann gewinnt er so 2,5 bis 3 Punkte. Ist ja nicht viel. Ne? Also er muss da schon unheimlich viele Punkte sammeln, um überhaupt noch dann von seinem Level noch was dazu zu gewinnen. Ne? Und gleichzeitig. Moment. Hm? Nee, sag's. Ja, und natürlich müsste Firouz ja auch noch mitspielen, ne, wenn das jetzt das ist nicht der einzige Konkurrent nebenbei, ja, aber das ist der die höchste Zahl hat. Ne. Aber es könnte ja auch noch theoretisch sein, ja, dann hat vielleicht ein Firouz ja ein schlechtes Turnier, aber dann, ne, obwohl es eigentlich kaum vorstellbar ist, gewinnt dann Wesley so 4 Partien oder so. Und dann, naja, dann ist der halt weg. Ne. Also das ist schon sehr schwer vorstellbar, dass das irgendwie noch hinhauen könnte. Ja. Aber unabhängig jetzt von Vincent, ist das Sinkefield Cup schon interessant, weil da spielen nicht nur Leute mit, die eigentlich die Elo-Zahl konservieren möchten, so wie Firouzja oder Wesley So, ja. Die ja zu denen gehören, die den Rating-Spot bekommen können oder über den Circuit reinkommen können. Es gibt auch Spieler wie Maxim Vachela-Graf, Dominguez, Duda, die eigentlich alles daran setzen müssten, so viele Punkte wie möglich zu holen bei dem Turnier, um über den Rating-Spot reinzukommen. Mhm. Und dementsprechend müsste das Turnier eigentlich super ausgekämpft sein. Ja. Rapport übrigens auch. Ne? Das ist ja seine letzte Chance. Nicht? Ich wollte gerade sagen, ja, also ich glaube, also Duda ist vermutlich zu weit weg. Der 2,732, der ist zu weit weg eigentlich. Rapport 2,731. Aber Dominguez hat 2,745 zum Beispiel. Ja, der ist da sehr nah dran. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der diese Aktivität, also Aktivität ich glaub, hat. Ja, genau. Das könnte nämlich noch, das ist ja wieder so ein System, das haben sich wieder Leute ausgedacht, ne, die sagen, wir müssen ein System schaffen, das man niemandem erklären kann. Aber wieso denn? Die müssen mindestens 4 Turniere spielen, die zu dem Circuit gehören oder die Elo ausgewählt. Also die müssen ja schon eine bestimmte Anzahl an Turnieren spielen in dem Jahr. Mhm. Das ist doch logisch. Ja, das ist logisch, aber es ist am Ende wieder ultra kompliziert. Also für mich nicht, Christoph. Für mich ist es nicht kompliziert. Doch, was kompliziert ist, doch, dieser Circuit ist kompliziert. Weil da gibt es nämlich die absurdesten Regelungen. Was dann da zählt, dann ist das eine Landesmeisterschaft, dann zählt das oder wieder nicht und so weiter. Also, naja, keine Ahnung. Also, am Ende musst du nur die Liste ablesen, Christoph, und sehen, wer ist an 1, 2, 3, 4. Du musst nicht unbedingt die Regularien komplett durchlesen. Ja, aber wieder eine versteckte Kritik an der FIDE hier, kennen wir ja, ne? Jedes Mal von Schachtler zu Christoph. Ich kann das auch noch länger ausführen. Nein, lassen wir mal. Naja, gut. Also ich denke mal, wir können festhalten, also möglich ist es, aber von der Wahrscheinlichkeit her eher sehr gering, ja. Allein schon deswegen, weil er wahrscheinlich so gut wie nichts spielen wird, ne? Nach jetzigem Stand außer Schach-Bundesliga, 2 Partien Anfang Dezember. Und danach wüsste ich gar nicht, was er überhaupt spielt. Ne? Ja, German Masters, ne, war noch so ein Thema. Ja, aber ne, steht noch nicht fest. Muss doch auch bald sein, ne? Also ja, bald feststehen, weil es ist ja Mitte Dezember, ne? Es gibt noch keine Webseite, keinen Link so richtig. Der ist noch ausgegraut auf der Seite des DSB. Mhm. Da kannst du gerne auch wieder kritisieren, ne? FIDE, ne? Spät mit den Turnieren, DSB wieder spät mit den Turnieren und so weiter. Es wurde ja schon wieder kritisiert, Rapid und Blitz-WM in Usbekistan, ne? Ah, zu weit weg für viele Spieler, schon wieder viel zu spät annonciert und so. Weiß ich nicht. Das, ich find's immer übertrieben, sorry. Mhm. Also kann mir keiner erzählen, dass er nicht 6 Wochen, 7 Wochen vorher in der Lage ist, einen Flug nach Usbekistan zu buchen, wenn er da spielen möchte. Mhm. Tut mir leid. Ja, es wird auch. Das ist Luxus. Das ist Luxuskritik. Der Termin als solcher wird auch öfter mal kritisiert, ne, so Weihnachten und so. Wobei das mittlerweile, finde ich, schon Tradition hat. Fast. Sorry, es ist nicht Weihnachten. Es ist 26. bis 30. Zweite Weihnachtstag. Nehmen das die Leute wirklich ernst? Mhm. So, Profisportler müssen überall spielen. Ich bin ja bei dir. Ne? Ich sage nur, ich will gar nicht argumentieren, weil ich finde auch, dass es albern ist.
Aber auch das wird manchmal dann noch hochgebracht, ne? Dass dieser grundsätzlich, dass ja eine Zeit ist, wo man irgendwie nicht dadurch die Gegend jöckelt, ne? Also ich persönlich freue mich immer drauf, dass Was ich sollen denn die Dartspieler sagen, die in London da unterwegs sind da, ne? Oder die Fußballer in England, die auch am Boxday spielen? Oder was ist mit den NBA-Basketballern, die irgendwie nur Heiligabend nicht spielen und danach 25, 26 sind schon wieder Spiele, die fliegen da durch die Gegend? Das ist Quatsch. Profisportler, das ist nur Profisport, ne? Das gehört dazu. Also das Datum kann ich nicht gelten lassen, tut mir leid. Und die Entfernung, das ist ja ein bisschen relativ, ne? Die haben Inder, müssten ausnahmsweise mal nicht so weit reisen. Die können mal nach Usbekistan hoch, anstatt immer nach Europa oder USA zum Beispiel. Wieso denn immer aus dieser europäischen Sicht, ne? Total lächerlich. Tut mir leid. Ja, also ich habe mir noch nie angeguckt, wie aufwendig das ist, nach Usbekistan zu kommen. Aber ich denke, das ist schon sicherlich machbar, ne? Wenn man da Titel gewinnen will, dann muss das eben so sein, ne? Es ist relativ, darum geht es. Es ist relativ. Der Ort ist relativ. Völlig egal, wo die spielen, die Leute. Irgendwelche Nationen müssen immer weit reisen. Das kannst du doch nicht ändern. Dann sollen sie halt eine Online-Blitz-Weltmeisterschaft machen und von zu Hause aus spielen. Uiuiui. Ja, komm mal. Ja, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nicht das Turnier. Also ich freue mich darauf wieder. Das ist so immer für mich so ein Weihnachts- oder Jahreswechsel-Highlight, da beim Blitzen und Rapid zuzugucken. Wird interessant, ob Vince jetzt spielen wird, weil er ist ja also Vize-Weltmeister im Rapid geworden letztes Jahr. Sensationell irgendwie. Und das war ein super Turnier. Mal gucken, ob das dann für ihn jetzt reinpasst irgendwie in den ganzen Terminkalender. Also würde mich freuen. Bei der WM spielen ja eigentlich immer recht viele Deutsche mit. Also ich weiß nicht, letztes Jahr, wer da noch alles bei war, aber da waren einige. Ich bin persönlich überrascht, ich bin angemeldet für die Rapid und Blitz EM in Zagreb. Die ist Mitte Dezember. Mitte? Und bitte? Mitte Dezember, sagst du? Ja, irgendwie 14. bis 16. oder sowas habe ich im Kopf. Okay. Das sind ja nur drei Tage, ne? Zwei Tage Rapid, einen Tag Blitz. Ja, ja. Und da war ich ganz überrascht. Da war ich innerhalb der deutschen Delegation der Beste. Da habe ich gedacht, okay, da will keiner sind wir auch. Ja, die Preise sind gering, ne, bei diesen EMs. Ne? Ja, gut, da muss ich sagen, habe ich gar nicht geguckt. Ne? Mir ging es jetzt nur darum, ich hatte Interesse an sowas mal mitzuspielen. Und Zagreb ist jetzt ein Ort, der für mich relativ nah ist, weil ich immer in Slowenien Urlaub mache und das ist nur eine Stunde im Auto weg. Also ich bin so meine Ecke da. Fährst du mit dem Auto dahin? Nee, wir fahren mit dem Zug. Du sagst wir. Ja, mit Kollegen, ne? Also, Dienstlagen, Zagreb. Wie oft musst du umsteigen? Zweimal. Einmal in München, einmal in Villach, ja. Du kannst auch mit einmal umsteigen fahren. Also ich bin ja schon oft mit dem Zug gefahren. Also das ist, ja. Villach ist Österreich, ne? Mhm, genau, ja. Ja, man kann fliegen. Ich bin auch schon nach Zagreb geflogen, aber ich fahre ganz gern Zug. Es ist preiswert und ich finde es immer sehr entschleunigend. Aber ja. Naja, du bringst mich auf Ideen. Nee, warte mal, das ist aber nicht 14. bis 16., das ist 15. bis 17., 14. bis 17., oder? Donnerstag bis Sonntag wahrscheinlich. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag sind die Turniertage und dann gibt es noch einen Anmeldetag und einen Abreisetag. Ja, Moment mal, wird nur ein Tag Rapid gespielt? Oder zwei Tage Rapid, ein Tag Blitz. Von Donnerstag bis Samstag? Ja. Okay, komisch. Na gut. Ja, ist so. Ja, ich bin schon ein bisschen vorher da, wollte mir die Stadt ein bisschen angucken, also ein bisschen. Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht sticht mich der Hafer und ich buche gleich einen Flug. Mal schauen. Ja, musste gucken. Also ist noch offen. Ne? Die Registrierung war eigentlich vor einer Woche oder so zu Ende, aber die haben das verlängert. Ach, natürlich. Da kannst du in der letzten Moment noch mitspielen, ist doch klar. Die sind doch früh bei jedem Teilnehmer. Ja, also ja, sie haben über 200 im Moment, glaube ich, ne, auf der Liste gehabt. Aber ich war nur überrascht, so, dass aus Deutschland so, ich meine, ich bin nur mal 150 oder sowas in Deutschland. Ne? Also irgendwer muss doch noch besser sein, als ich, der da mitspielen will. Aber war bisher nicht so. Also scheint nicht so populär zu sein, da irgendwie teilzunehmen. Nee, nicht bei den besten Spielern, weil die Preise gering sind bei den Europameisterschaften. Aber es sind schöne Städte bei den Europameisterschaften in den letzten Jahren immer gewesen. Ich glaube, Katowice war mal dabei. Tallinn war dabei. Also, genau. Das ist ein schönes Turnier, denke ich, ja. Ja. Ja, ich wollte auch nicht sowas ganz lang, so, also eine Woche oder so war mir jetzt zu lang und das passte irgendwie ganz gut rein. Also da wird Vincent mit Sicherheit nicht mitspielen. Aber bei der WM, das kann gut sein. Die ist ja attraktiv, ja. Also, ich glaube, Vincent für 2.500 € Europameister wäre, das ist nicht mehr so das Ding. Bei seiner Spielstelle. Ich glaube, da hat er nicht mehr nötig. Glaube ich auch nicht, ja.
Jo. Zum Abschluss vielleicht noch Kandidatenturnier. Vincent, geringe Chancen, können wir festhalten. Aber es gibt noch ein paar Kandidaten, die über den Ratingspot reinkommen können. Alireza Firouzja wollte ich nochmal aufzählen. Wesley So gehört dazu. Dominguez, überraschend übrigens auch Parham Maxoto, der ist bei 2,744 inzwischen. Überraschenderweise, also das ist krass, wie gut der geworden ist. Ich habe aber keine Ahnung, ob der noch irgendwas spielt. Gukesh übrigens, ganz wichtig, der spielt London Chess Classic. Das findet mal wieder statt nach vielen Jahren. Ne? Ich weiß nicht, ob du es Ja, gelesen hast. sehr Anfang interessantes Dezember. Turnier. Und das ist kein besonders starkes Turnier. Gukesh ist an 1 gesetzt. Niemand spielt mit. Und dann halt auch, da kann er echt Punkte liegen lassen, eigentlich eher. Na? Also ein kleines Risiko einerseits, aber auch eine Möglichkeit für ihn, nochmal Elo-Punkte dazu zu gewinnen. Also da wird noch einiges passieren in den letzten Wochen und lassen wir uns überraschen. Vielleicht packt Vincent irgendein Turnier aus, von dem wir jetzt nicht gerechnet haben, dass er da mitspielt. Aber ich schätze ihn eher ein, dass er eher so sagt, okay, langfristig schauen. Ne? Das ist ja so sein, merkt man ja auch, ne? Langfristig schauen, nichts überpacen, nicht übereilen und alles läuft ja auch alles für ihn, ne? Letztendlich. Viele Dinge dauern auch ein bisschen. Genau. Also man hat ja zum Beispiel auch gesehen, wenn man das so ein bisschen im Gesamtkontext guckt, so 2021 oder so, wo er schon auch schon gut war, ne? Und das ging dann so schrittweise nach oben. Da gab es immer noch große Probleme im Schwarzrepertoire, wenn man da so richtig mal reingeht, ne? So, er hat gegen E4 immer Probleme gehabt, meiner Meinung nach. Fast immer Neidorf gespielt, dann ist er zu Caro Kann als Alternative so ein bisschen gewechselt und hat aber dann erst so ab 22 angefangen, konstant E5 zu spielen auf E4. Und das ist eben die Eröffnung, die man auf dem Niveau dauerhaft spielen einfach sagen, muss. Es gibt nicht viel anderes. Wenn du jetzt solide stehen willst, ne, und er gewinnt ja auch damit auch mit Schwarz noch, ne, aber mittlerweile hat er da auch die Solidität, dass er das konstant durchziehen kann, ne. Wir haben ja bei der EM jetzt gesehen, ne, er hat auch gegen in der letzten Runde zum Beispiel gegen Šarić eher noch auf Gewinn gespielt, ne, mit Schwarz. Ja, klar. Ja, also und aber diese Solidität, da ne, muss man sich erstmal holen. Man kann nicht jetzt mal eben E5 lernen auf dem Niveau und kann das dann alles, ne. Also ich meine, erstmal ist es viel Lernaufwand, aber auch die ganzen Mittelspiele, alles immer, ne, immer weiter perfektionieren, das dauert eine Weile. Aber was ich gut finde bei E5, wenn man auf Profiniveau spielt, man muss sich eigentlich nur Italienisch und Spanisch anschauen. Diesen ganzen Gambit spielt ja keiner. Und vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, vier Springerspiel, alle Jubeljahre mal. Schottisch, ne, gibt es ein paar scharfe Ja, Varianten, da schottisch, muss aber man. das kriegen die schnell rein halt, ne? Die sind so gut. Die kannst du auch nicht überraschen mit schottisch, auch auf dem Niveau. Ja. Im Ernst, die sind so gut, die lassen sich auch nicht von irgendwelchen solchen Varianten überraschen. Ja, aber ich glaube, vieles ist dann auch so Feinheiten, Zugumstellungsfeinheiten im Italiener und Ja, Spanier genau. oder wie sich dann bestimmte Stellungstypen ein bisschen unterscheiden. Ja, So, genau. diese Sachen, die würden wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht verstehen, ne? Wo dann da kleinste Unterschiede sind. Aber das ist dann der Unterschied, der vielleicht dann ist zwischen der hohen 2,6 und 2750 oder noch mehr. Ne? Und mittlerweile, denke ich, ist das dann so verfestigt, ne, dass das dann auch ankommt in den Ergebnissen. Ne? Weil der hat phasenweise mit Schwarz viel verloren gegen E4. Das hat man wirklich Früher, gemerkt, ja. auch früher. Ne? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ne? Die Stabilität ist da da. Ich bin immer noch überrascht ein bisschen, dass es mit Weiß schafft. Der Punkt mit Weiß, unglaublich gut. Also, Vielleicht wenn der man mal beste guckt, Spieler der Welt mit Weiß gerade. unglaublich gut. Und er hat ja nicht so eine Riesenflexibilität. Also, der schafft also aus dem D4 Springer F3 C4 sehr viel rauszuholen. Er spielt kein E4. Ja? Die allermeisten Top-Leute spielen jeden ersten Zug. Das ist Um. Kramnik früher. Kramnik hat früher Springer F3 D4 gespielt bis zum Exitus. Nein, absolut klar. Nein, aber es ist trotzdem überraschend, dass er das schafft, auf diesem relativ, ne, dieser geringen Breite, ne, so viel zu holen. Das ist echt bemerkenswert. Muss man sagen. Also, es ist nicht so, dass er dann immer eine super Stellung kriegt. Das ist vorbei. Ne? Du kriegst keine Gewinnstellung mehr aus Eröffnung. Das ist lang vorbei. Aber der kriegt halt Stellungen, die er offenbar sehr gut beherrscht und hat immer wieder kleine Ideen, die irgendwie verfangen. Und das ist echt bemerkenswert. Sieht man kaum, dass das jemand schafft, so oft. Ne? Also, die Kombination, glaube ich, mit der erhöhten Solidität mit Schwarz, ne, und der Effektivität mit Weiß, ne, die hat jetzt unglaubliche Erfolge gebracht schon. Amen. Amen, lieber. Nee, das stimmt doch. Das spricht für Vincent. Spricht für Vincent. Spricht alles für ihn und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung. Ja, genau. Alles klar, das war's dann, ne? Erstmal. Ja, Vielleicht, machen wir Sie haben gerne wenig über noch Deutschland gesprochen. Eigentlich EM-Silber. DM, ja. Ja. Herzlichen Ja, das ist Glückwunsch so. zum Abschluss nochmal.
Ja, natürlich ist es immer so, ne, also die beiden Teams, ne, Deutschland und Serbien, sind ja eindeutig die besten Mannschaften gewesen im Turnier. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Insofern, ne, aber es macht halt, ich verstehe halt immer nicht, warum man Wertungssysteme einführt, die man nicht Leuten leicht erklären kann. Aber du kannst ja niemandem erklären, warum wir Zweiter geworden sind. Also Ich kann das schon, weil ich mit es mir jetzt einfachen Worten. intensiv angeschaut habe, aber das Problem ist ja, Christoph, du kannst ja auch einen komplexen Sachverhalt jetzt nicht irgendwie runterbrechen auf eine simple Formel letztendlich. Es gibt keine einfache Zweitwertung im Schach. Die Doch. Fortschrittswertung vielleicht. Die Frage ist schon ein bisschen die Reihenfolge. Also ich denke schon, man könnte auf die Idee verfallen, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind, dass zuerst der direkte Vergleich zählt. Aber doch nicht in einem Schweizer Systemturnier. Das ist kein Rundenturnier. Gut, okay. Wir kommen, also ich bin ja eine Mantra, ne, so wie damals, ne, im alten Rom, ne, wo dann immer erzählt wurde, Karthago muss zerstört werden. Ne? Jedes Turnierformat, was nicht K.O. ist in der Entscheidung, gehört weg. Punkt. Ist doch ganz einfach. Du kannst locker so einen Teamwettbewerb spielen mit einer Vorrunde oder verschiedenen Gruppen meinetwegen. Ach Und so, am meinst Ende du das? hast du vier Mannschaften oder es gab zum Beispiel mal ein Format, beim, ich glaube, Grand Prix war das, hieß das Grand Prix, wo die diese Vorgruppen gespielt haben und am Ende gab es eine K.O., nur ein K.O.-Baum, nur mit vier Spielern, mit Semifinale und Finale. Over the Also board? nicht, ja, das war so ein Ding, das hat zum Beispiel Nepo gewonnen vorm 22er Kandidatenturnier irgendwann mal, Ah, glaube du ich. meinst das Einzelturnier? Das war ein Einzelturnier, Ja, das natürlich, war bei ja. World Chess, natürlich. Genau, also Klar. ich mein so ein Format, wo du praktisch, du fängst an mit einer größeren Gruppe, Ja, ja, ja. filterst irgendwo acht Mannschaften raus oder so und dann lässt es am Ende in einem K.O.-Baum ausspielen. Irgendwie sowas. Das ist viel transparenter. Aber okay, wir weichen ab. Wir weichen ab. Wir sind schon Außerdem wieder die ist ganze Zeit das nur, abgewichen, wenn ich ehrlich bin. ja, ist klar. Ist egal. Dieser Christoph, mein Podcast ist eine Lieber. einzige Themenabweichung. Macht nichts. Okay, Ich hoffe, den Leuten wird es gefallen. also, Christoph, macht's mach's gut. gut. Bis bald. Jupp, tschüss.